Über 180 Teilnehmer starteten bei der 8. Auflage des Würzburger Sommerbiathlons auf dem Sportgelände des TSV Grombühl. Fast die Hälfte davon im Hauptlauf über 5 mal 1,2 Kilometer. Dazwischen wurde je 2 mal stehend und liegend auf die Scheiben geschossen. Das Motto »Schlag den Raab« hatte keinesfalls mit Gewalttätigkeiten gegen einen Moderator mit Namensgleichheit zu tun. Wir haben bei uns den Matthias Raab, unseren Spitzenbiathleten beim TSV Grombühl. Der ist 2008 Deutscher Meister geworden und hier bei uns am Würzburger Sommerbiathlon bisher in 7 Rennen ungeschlagen. Und deswegen haben wir uns seit 2 Jahren das Motto gesetzt, wir werden noch mal einen finden, der den Matthias schlägt. Mit der Startnummer 100 ging der Würzburger als Erster auf die Strecke. Wenige Minuten später hatte er den Schießstand erreicht. Aber auch ein ehemaliger deutscher Meister trifft nicht immer. Deshalb musste Matthias Raab in die Strafrunde. Diese Fehlschüsse sollten ihm 2010 den Sieg kosten. Arno Full vom TSV Rannungen mit der 122 war schnellster Senior. Raab nach knapp 27,5 Minuten auf dem Weg ins Ziel. Hier wusste er noch nicht, dass Christoph Auer aus Edelfing am Ende 8 Sekunden schneller war. Der zweite von 2008, der Ochsenfurter Klaus Börschinger, wurde hinter dem Junior Sascha Golm aus Dettelbach diesmal nur Vierter. Schnellste Frau war Bärbel Wicht von der LG Würzburg. Problematisch beim Hobby- und Schülerlauf die Hitze. Deshalb wurde von den Verantwortlichen erwogen, die Laufstrecke beim Hauptlauf zu verkürzen. Da aber ausdauertrainierte Sportler wie Rainer Griebel vom SV 05 Würzburg ganz andere Voraussetzungen haben, blieb alles beim Alten.